kann man nochmal sehr schön den Modultisch sehen. So sieht der aus. Wie gesagt, drei Module hochkant und das Ganze 26 Module breit. Das Ganze 5366 Mal ergibt das Gesamtkraftwerk. Die Anlage in Tramm-Gütten ist mit über 170 Megawatt eine der größten und für deutsche Verhältnisse überdurchschnittlich groß. Mit dieser Anlage können über 50.000 Haushalte zuverlässig mit Grünstrom versorgt werden. Und das Ganze kommt ohne öffentliche Förderung aus und ohne dass Stromkunden mit zusätzlichen Abgaben belastet werden. Damit wird deutlich, was heute mit Photovoltaik in Deutschland möglich ist.